Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay eingesendet von Bulldozer 28. Und ja, ist vom Fuso Clan, ist mein Clan. Wie gesagt, ich habe sie aufgefordert, Replays einzusenden, damit ich sichere Replays habe. Ich muss das auch nochmal in den Discord schreiben, das ist immer praktisch. Und das ist ein Alaska-Replay. Ein wunderbarer Kreuzer in außergewöhnlicher Tarnung. Das müsste diese epochale Tarnung sein, wenn es mich nicht täuscht, oder? Die eine, die ich noch nicht besitze, weil ich die Dinger tatsächlich noch nicht zu Ende gefahren bin. Ich Noob. Und wir haben hier ein Stufe 9, Stufe 7 Gefecht. Das ist natürlich ein absolutes Highlight für dieses Schiff. Denn eigentlich ist es ja ein Big Cruiser mit 305 mm. Und natürlich ist es ein Schiff, das vielen von euch schon bekannt ist. Für all jene, denen es noch nicht bekannt ist, stelle ich es immer gerne zu Beginn kurz vor. Es ist kein schwerer Kreuzer, weil die schweren Kreuzer mit den 203 mm Hauptartillerie, vielleicht noch 210 mm, theoretisch definiert sind. Und hier haben wir einen, manche sagen Battlecruiser, andere sagen Big Cruiser dazu, da sind sie sich nicht unbedingt einig, mit 305 mm. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, 16 mm zu overmatchen. Und natürlich haben wir hier aufgrund des Kalibers auch höheren Alpha-Schaden von den Granaten. Und da haben wir bei der Alaska und bei vielen schweren Kreuzern der US-amerikanischen Linie auch noch eine Spezialität, was die AP betrifft. Wie ihr wisst, haben wir sonst 45 bis 60 Grad Ricochet, das ist das französische Wort für Abpraller. Das bedeutet, trifft man in einem Winkel von 0 bis 45 Grad auf von der normalen, das ist der 90 Grad Winkel, herunter, dann hat man eine Penetration, das bedeutet 33% des Alpha-Schadens der Granate. Dann kommen die 45 bis 60 Grad von den normalen AP, das bedeutet, dort hat man eine Möglichkeit eines Abprallers. Je näher man bei den 45% dran ist, nicht wahrscheinlich hat man dann eine geringere Möglichkeit eines Abprallers und eher eine Pen. Und je weiter man zu den 60 Grad kommt, desto eher hat man einen Abpraller. Und ab 60 bis 90 Grad, weil das ist dann genau die Fläche wie die Bordwand, ne? Nichts mehr dazwischen, kein Winkel, da hat man mit Sicherheit einen Abpraller. Und bei diesen und bei vielen 203ern der schweren amerikanischen Kreuzer, nennt man gerne auch Heavy AP, dadurch hat man einen verbesserten Abprallwinkel, nämlich 60 bis 67,5 ist hier der mögliche Ricochetwinkel, also der Abprallwinkel, und alles ab 67,5 erst ist ein sicherer. Das bedeutet, wir haben die möglichen um 15 Grad höher und die sicheren um 7,5 Grad höher. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Es erschwert dem Gegner das Anwinkeln. Ja. Overmatch, wie gesagt, bis 16 mm mit den 305ern, was momentan relevant ist, also weil ist die quasi die Panzerung, die im Spiel noch vorhanden ist, ist wichtig bei vielen leichten Kreuzern. Wie haben wir was im Gegner drin? Ich glaube, die Chapaev müsste auch nur, vielleicht hat die schon 25, wenn es eine Stufe 8er ist. Aber sonst haben wir die britischen leichten Kreuzer zum Beispiel oder Schiffe wie 7, Atlanta, Flint oder die panasiatischen leichten Kreuzer, alle 16 mm. Britische leichte Kreuzer wie Edinburgh oder Neptun auf Stufe 9 oder auf Stufe 10 die Minotaur. Overmatch bedeutet, die Panzerung wird ignoriert mit AP. Man kann direkt durchschießen oder draufschießen, weil das für die Abprallmechanik nichts berechnet wird. Das ist ein großer Vorteil, den viele Schiffe haben, den auch die Schlachtschiffe haben, wenn sie auf Kreuzer schießen, wenn das Kaliber passt natürlich. Ja. Ansonsten ist die Alaska ein außergewöhnliches Schiff. 60.800 Trefferpunkte normal. Bomberkarle fährt das Ding hier in der Schlachtkreuzer-Variante wahrscheinlich mit schnellem Anfahren und auf SP-Skill und so wie ich die Moskwa auch jetzt fahre, würde ich einfach mal tippen. Und es ist ein sehr teamdienliches Schiff. Wie gesagt, wir haben Radar, wir haben den T-Virus oder Hydrakusche Suche auf demselben Slot, wir haben den Heal und ja, Radar, da wird er auch das erweiterte Radarmodul drin haben. Das hilft dabei, damit das Radar noch länger dauert. Denn diese schweren Kreuzer sind nicht unbedingt dafür da, dass man den gegnerischen DD selbst beschießt, sondern eher dazu geeignet, dass man gutes Radar nutzt, um unseren eigenen Schiffen die Möglichkeit zu bieten, so einen leichten Kreuzer, schnell feuernden Schiffen, den DD rauszunehmen. Als Beispiel. Das hier ist Arms Race, wie ihr schon seht. Das ist ein Modus, den Wargaming erst kürzlich eingeführt hat für Zufallsgefechte. Quasi erst mit diesem Patch, wenn ihr das im Juni seht, 2022, dann wurde das erst kürzlich eingeführt. Das ist der Modus, wo ihr quasi diese Punkte hier erobern müsst. Immer wenn sie
weiß sind, dann sind sie da und man kann reinfahren und man bekommt sie. Hier oben seht ihr dann schon, das ist die P-Regeneration für Schiffe. Prozentual natürlich erhöhte maximale Trefferpunkte für Schiffe, also prozentual. Und erhöhter Schaden durch die Schiffsbewaffnung oder auch durch Flugzeuge. Kann man hier auf H drücken, das geht? Ne, leider nicht im Replay. Nein, geht leider nicht. Aber es ist bis zu dreimal eroberbar und man muss da sein, um es quasi zu bekommen. Rechts hier auf der Karte seht ihr auch die weiteren, die in Kürze verfügbar sein werden. Hier halbe Zeit noch, dann sind sie da. Dann kann man das erobern, wie auch hier schon die, ist das eine Prest? Ja, wahrscheinlich hier reinfährt. Und ihr seht schon, auf dieser Seite ist nicht mehr viel vom Gegner. Wir haben 5 ehemalige Schiffe gegen 5 immer noch vorhandene Schiffe. Im Rot lässt hier stark federn. Wir haben schon, könnte man sagen, in den ersten 5 Minuten 43.000 Schaden gemacht. Das gegnerische Team zerfällt, so wie unseres, nur eben gespiegelt auf der anderen Seite. Der Chapayev haben wir 4 Kilometer Torpedos, da müssen wir aufpassen. Aber ansonsten können wir die in aller Ruhe bespaßen. Die hat uns panzerungstechnisch nichts entgegenzusetzen. Dementsprechend immer drauf da. Wie gesagt, Torpedos müssen wir aufpassen. Dann haben wir noch etwas Wichtiges. Wir haben nämlich, da es ein Big Cruiser ist, mehr Brände. Also nicht mehr, was die Anzahl betrifft, aber eine längere Zeit. Wir brennen hier 60 Sekunden und haben 40 Sekunden Flooding. Als Vergleich im normalen Kreuzer, wie zum Beispiel bei der Chapayev. Ja, nice. Das ist natürlich bitter für den Seamer. Da haben wir 30 Sekunden Brand, wenn es mich nicht täuscht. Und Flooding, glaube ich, auch 30 Sekunden. Und da kommt die nächste Sache mit AP und das könnte sogar schon gewesen sein für das Schiff. Ja, wie gesagt, die AP ist brutal. Ist brutal. Ein Manko, was dieses Schiff hat, ist tatsächlich die hohe Nachladezeit. Wir haben hier 20 Sekunden Stock. Wir versuchen das natürlich so weit wie möglich runterzubringen. Und mit unseren 27mm Frontalpanzerung ein bisschen zu tanken und so Adrenalinrausch auch noch zu aktivieren, damit wir auf eine angenehme, auf eine hohe Kadenz kommen. Aber das gleicht das Schiff aus mit besserem Alpha. Oh, depressed, ebenfalls auch ein schwerer Kreuzer, aber naja, es wird trotzdem wehtun. Breitseite zu zeigen ist nicht gut mit den Franzosen, Baumschiffen. Zum Glück wurde hier nicht gut getroffen. Oder nicht gut gezielt? Muss ich auch mal sagen. Und wenn das jetzt die Rennen sind, ist es CC-Lack, man kennt es. Das ist natürlich Bomber Carla, der was fährt. Aber die Dinger sind echt schnell. Also 10.176, wie gesagt, die Klasse superschwerer Kreuzer hier von den Franzosen, die Prest. Wo hat die schon 330? Oder auch 305? Ich glaube 330, weil Stufe 8. Nein, Stufe 9. Müsste noch 5 haben. Müsste ich nochmal nachschauen. Die müsste 2x4 haben. Die hat etwas, was wie eine Turtleback-Panzerung aussieht, aber nicht gegen jedes Kaliber verwendbar ist, sondern nur gegen Kaliber derselben Stufe von schweren Kreuzern und auch die 305 erreichen. Ich denke mal, die hat 25mm auf der Innenseite. Das können wir nicht overmatchen mit den 305ern. Da brauchen wir 380mm. Ah, aber noch schön. Prest wird jetzt rausgenommen vom Team. Da haben wir noch eine Sejong. Aber das erledigt die Hyuga, Stufe 7. Und ganz, ganz hinten hier. Johann de Witt ist das nächste Opfer, das ja breitseitig reinfährt für unsere AP. Theoretisch haben wir wieder einen Buff aufgenommen. Nicht mehr lange, dann sind wir echt voll. Sehe, wir haben jetzt 74.000 maximale Trefferpunkte. Ist brutal. Gilt natürlich nur für dieses Gefecht. Das ist klar. Man könnte sagen, Wargaming gibt uns mit diesen Arms-Race-Gefechten die Möglichkeit, sehr viel Schaden zu farmen. Natürlich, wenn man, wie ihr in Runden sehen könnt, alle Sekunde einen gewissen Prozentsatz an Trefferpunkten regeneriert bekommt, ist natürlich, dass wir das bekommen und der Gegner auch, in dem Umfang, wie der Gegner die Buffs sammelt. Ihr seht, hier oben hat er 2, also er wird genau gleich schnell heilen, wie wir auch im Kreuzer. Dementsprechend wird mehr da sein als in einem normalen Zufallsgefecht, wo der Gegner nicht standardmäßig die ganze Zeit Trefferpunkte regeneriert. Natürlich nur in dem Maße, wie es möglich ist. Ne? Also diese Gefechte sind quasi da, um ein bisschen Stats zu pushen, könnte man fast behaupten. Natürlich könnte man jetzt anmerken, wenn Wargaming schlau ist, dann ist auch die maximale Erhöhung der Trefferpunkte
eine gleichzeitige Verminderung des Einkommens, denn normalerweise wird im Spiel auf die maximalen Trefferpunkte und den Schaden, den man dann vom Schiff macht, prozentual Credits und XP gerechnet. Ob das hier für Arms Race der Fall ist oder ob man überbezahlt wird, weil Wargaming die Ökonomie dahingehend nicht ändern wollte, das, meine Damen und Herren, ist eine andere Frage. Das kann ich euch leider nicht beantworten. Ich hoffe mal, es ist Ersteres, also angepasst, aber ich vermute mal, es könnte auch Zweiteres sein. Wargaming ist nicht unbedingt bekannt für seine Konsequenz, was die Umsetzung von Spielmodi betrifft. Mir persönlich ist Arms Race im Zufallsgefecht nicht unbedingt willkommen. Ich mag es gerne als separaten Spielmodus, als Auflockerung. Man könnte es wirklich einfach, ne, abwechselnd bringen. Herrschaft und Arms Race, Herrschaft und Standardgefecht zum Beispiel. Als Beispiel. Aber gut, das ist eine Geschmacksfrage. Wichtig ist, dass wir jetzt hier den mittleren Kreis erkennen. Ich erwähne das, weil nicht alle den Spielmodus Arms Race verstanden haben. Das ist der, der richtig viele Punkte bringt. Ich glaube, der gibt 10 Punkte dann schlussendlich. Ab einem gewissen Zeitraum könnte auch sein, dass Wargaming den erhöht hat. Vielleicht sehen wir das noch. Übrigens, hier ist ja Skill aktiv, minus 10% Nachladezeit der Hauptartillerie oder minus 8, wenn man offen ist. Das war's für den Friedrich. Wunderbar. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob die Sims hier drin ist oder ob die, ja, muss eigentlich die Sims sein. Die Johann de Witt könnte es theoretisch auch sein und hinter einer Insel stehen oder wäre auch nicht offen, was die Lyon betrifft. Aber gut. Hier kommt der Schlachtkreuzer Hood. Britisches Premium-Schlachtschiff Stufe 7 mit 380 mm. Kann uns nicht frontal overmatchen. Und wir können hier eigentlich auch guten Schaden machen. Wie gesagt, der Winkel soll sogar noch passen. Ah, leider so gut wie nichts getroffen. Johann de Witt. Das ist natürlich noch besser. Ja, das bestätigt uns. Die Kittys drin. Wird sich ein bisschen weiter vorhalten. Jetzt zeigt die Hut breit. Das hat er gut gesehen. Das gibt schweren Schaden. Gibt sogar eine Zitadelle. Reicht das? Reicht die Pen? Reicht nicht, aber schwerer Schaden. Sehr frontal gut zu tanken, die 380er Hut. Die 27 mm kann man nur mit 4,6 mm und darüber overmatchen. Dementsprechend relativ easy hier. Hut sollte mit ihrem langen Reload keine Schnitte haben gegen unsere Alaska. Ist traurig, aber es ist wahr. Aber gut, ist klar, es sind zwei Stufen Unterschied. Ne? Also da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist wie wenn ein Schwergewicht gegen Gleichgewicht Box rantritt. Da reicht einmal kurz an die Nase fassen und dann war's das. So extrem ist es hier jetzt natürlich nicht, aber eine Hut sollte nicht in den Nahkampf gehen gegen eine Alaska. Sie braucht die Möglichkeit des Erholens, ansonsten ja, wird sie halb gefokust und rausgenommen. Zudem wäre auch noch die Juha da. Ja, lange wird dieses Gefecht nicht mehr dauern. Wir sind jetzt bei 206.000 Schaden. Es wäre nicht schlecht, wenn die Sejong reinfährt. Alternativ können wir das Cap auch aufgeben. Er wird jetzt der Radar ziehen und dann die letzten Schiffe rausnehmen. Man hätte gleichzeitig noch können auf Hai wechseln. Muss nicht sein. Es ist immer praktisch, oder ist auch praktisch, wenn man warm umlädt. Ihr seht, so macht's Overpants. Der schießt dann auf die Sorry, weil, da wird nicht viel überbleiben vom Schiff jetzt. Nein, komm, mach's doch. Was machst du? Nimm die Sorry. Er hat nicht geschossen mit den vorderen Türmen. Der DD bringt unterm Strich mehr, aber jetzt hätte er auch zweimal wechseln können, ne? Oh, das ist jetzt bitter. Aber er hat es überlebt, komm. Und das war's für die Suri, aber wahrscheinlich nicht für ihn. Es hätte gereicht. Eine Salve auf die Suri wäre draußen können. Schade. Aber gut, was heißt schade? 215.000 ist keine Zahl, bei der man schade sagen muss. Und wie schon erwähnt, es ist einfacher, wenn man das Replay nur zu kommentieren hat. Und es gibt sicher gute Gründe, warum Bomber Carla hier auf die Sims gegangen ist, anstatt auf die Story. Die eine Salve hätte es aber trotzdem, glaube ich, gemacht und dann umladen auf High, dann wäre die Sims auch schneller draußen gewesen. Ihr seht hier aber den Kraken, sehr großkaliber, ihr seht, ist das ein vernichtender Schlag hier?
215.000, zwei Buffs gesammelt, vier Zitadellen, sechs hat er sogar gekillt. Die Sekundärartillerie lassen wir außen vor. Mit 2865 Punkte, 1100 Punkte über dem gesamten gegnerischen, also dem eigenen Team hier. Das ist brutal. Das ist ein harter Carry von Bulldozer. Der ausführliche Bericht zeigt AP. Die AP ist echt gut. Man kann tatsächlich auch ein bisschen high schießen mit dem Schiff. Das ist sicherlich nicht falsch. Der lange Reload allerdings bevorzugt dann AP, weil man auf den hohen Schaden dann durchaus angewiesen ist. Fast 1 Million Credits. Und hier sehen wir den Kapitän. Und ja, es ist quasi dasselbe Bild wie bei der Moskwa. Nur, dass man hier AP bevorzugt. Ich habe hier Vektor. Oh, das ist aber nicht das Bild. Vergesst, was ich gesagt habe. Zu Beginn war wahrscheinlich ein Buff geholt. Deswegen ist das keine Space Kill gewesen, sondern es war ein Buff von Arms Race, der hier die 65.000 gezogen hat, dass er über 60.000 gekommen ist. Naja, hätte mir auch vorher auffallen können. Steht sicher zuhauf in den Kommentaren, aber ich habe es am Ende auch noch gecheckt. Das hier ist jetzt Kapitänsbild, geht auch anders, ne? Geht auch anders. Von daher, lasst euch inspirieren, aber es muss nicht 1:1 sein. Und die eingebauten Module sehen wir hier leider nicht. Die haben wir unter dem Kapitän, schauen wir nochmal, hier sehen können. Das war Reload, Concealment, Ruderstellzeit, besseres, schnelles Anfahren, da habe ich mitbekommen, ist wirklich besser. Ja. Und dass die Anti-Air nicht kaputt geht, einfach die Hauptartillerie reinmachen und hier das Modul, wenn möglich, für Kohle kaufen, für längeres Radar. Finde ich persönlich geil. Und besser als dieses hier, aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Ich bin eher ein Freund von, wenn es denn Not tut, ne? Entweder hier, das Umladen, wenn man denn viel umlädt, ist halt weniger der Fall bei einer Alaska, aber kann man haben. Oder Last Stand. Wobei, wenn man zum Feind angewinkelt ist, fällt weniger aus. Naja, ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.